würde schon sagen, Lifestyle. Ja. Schon. Also, bei mir ist es so. Also, ich habe noch die Schule. Und dann gehe ich heim, esse etwas und dann gehe ich trainieren. Mann! Also, ich habe mal eine Seite jeden Tag trainiert. Ja. Also, jetzt nicht mehr, weil es wird zu intensiv geworden. Also, ich habe auch gefunden, meine Leistung ist halt immer ein bisschen runtergegangen, weil ich halt zu viel belastet habe. Und dann habe ich gemerkt, ich muss auch Rest Days machen, weil sonst kommst du halt auch nicht weiter. Genau. Einfach nur warten, bis die. Ready? Ja. Scheiße, geht's? Geht's, Alter? Alles easy. Also hier habe ich wirklich zum allerersten Mal etwas von PK gehört. Ich habe ein paar Kollegen. Also ich bin zum ersten Mal in der Schule gekommen. Ich bin gerade gezügelt. Und ich habe ein paar Typen gesehen, die hier eigentlich am Wallrun zu üben waren. Und sie haben nicht mal etwas gesehen, ich habe mich angeschlossen. Und es ist so quasi meine unoffizielle Beginn im Parkour. Ich sehe mich echt akzeptiert in dieser Gruppe und jetzt sind wir echt immer so ein paar, also nicht ein paar, ich habe nicht mal gewusst, was es war, aber wir haben eigentlich immer so die Sprünge gemacht. Und die Wand habe ich gebraucht für Palmspins und mein erstes Wallflip habe ich auch gemacht, gerade nachdem, dass ich vom Training zurückgekommen bin. Und ich habe es erhalten, zum ersten Mal geschafft und dann wollte ich es direkt draussen probieren. Bin ich hierher gekommen und ja, innerhalb von 12 Versuchen das erste Mal geschafft und ja, einmal ist es sehr gut gegangen und einmal habe ich meinen Kopf abgeschlagen, aber ja, ist geil. Ja, voll. Sehr viel Nostalgie. Comfort for life. Ja, Greta, machst du noch haben? Sorry. Ja, wird schon gut. Aber ich weiß nicht, ich habe Ängste.
war so geil. Also ich habe vor allem meine Enkel in der Schweiz. Was für ein Problem. Ich habe noch ein Zeit. Wenn man Parkour sieht, wird es halt meistens von Männern gemacht. Ich weiß nicht, ob das einen richtigen Einfluss hat, aber ich kann mir schon überlegen, dass es auch etwas einwirkt auf ja, wie viele Männer und Frauen es gibt im Parkour. Das mag ich eigentlich. Ja, das ist sicher ein Grund. Und ich habe das Gefühl, wenn man nur Männer sieht und die Committee also mega kranke Sachen haben, das Gefühl, man muss gerade so ab. Ja, ja. Und dann, ich glaube, die haben meistens ein bisschen Angst, so den Schritt zu machen. Ja, aber schwierig zu sagen. Ja. Frauen gibt es halt wirklich. Nein, ich will mehr. Oh ja, mein Gott, es gibt stimmt. Noch ja. Aus dem Auge, aber. Ja, voll. Also, das ist nämlich kein Wunder. Das ist. Darum. Ich trinke ja meistens mit dem Auto. Und manchmal halt Sven, Leo oder so. Aber. Ja. Auch oft allein. Gell? Also, immer Solo. Aber, so, aber also, ich weiß nicht, wie findest du Solo-Training eigentlich? Ist schon nice. Aber manchmal ist es schwer so zum Committen. Also, ich weiß, du meinst. Ja, aber es ist nice. Also, ja, der das kommt drauf an. Ja, also man hat das eigene Tempo, was nice ist. Aber halt, jetzt, das ist jetzt hure so, ich weiß jetzt auch nicht. Du hast halt niemanden zum Klippen. Ja, das ist auch wieder ein Punkt. Der andere ja, Punkt. Das ist echt aber scheiße. Ja. Das zählt. Sorry, das zählt jetzt. 3 Sekunden gesehen. Das ist so geil. Oh Mann. Ja. Ja, schwierig. Muss ich sagen, was da los ist? Ja, es ist riesig. Hat Schnee. Kann den Konkurs nicht machen. Das ist wirklich sehr scheiße. Ich glaube, das ist, also ich glaube, bei jedem, der Parkour mal gemacht hat, hat sich gedacht, ich will das mal so machen. Ich habe jegliche Teams, verschiedene, geschaut und das war sehr inspirierend. Darum habe ich auch mit meinen Kollegen auch ein Team gegründet. Und uns, wir alle so das Ziel gehabt, ja, wir werden von dem schlussendlich leben können und so. Aber jetzt, ja, wieso? Wieso nicht? Vielleicht sind wir noch ich mag nicht aufgeben. ich würde gerne da die Forschung gewinnen. Also das wäre sicher mal eines der grössten Ziele. Und sicher von dem leben können. Ja. Ich würde gerne auch Red Bull Athletin werden. Ich glaube, so ist es am einfachsten. Voll. Und ich würde gerne die Beste werden. Aber auch wenn ich das nicht hätte. Ja, voll. Das wäre sicher cool. Ja! Yes! Ja!
euch. Okay, ich glaube, ich gebe es auf. Das ist ja schon besser als wir. Ja. Über Verletzungen? Ja. Ja, also ich glaube, ich habe mehr Erfahrung als du für diese Verletzungen. Ich glaube auch, ja. Ja. Ich bin mit meiner Truppe dazu mal. Sie war nicht rücksichtsvoll mit unserem Körper. Ja. Yeah. Wir haben etwas geschmissen und dann hoffen, dass es gut gekommen ist. Wegen dem habe ich halt viele kleine Verletzungen, die halt immer wieder zurückkommen. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, wie es bei dir das ist, aber. Auch. Ja, das nervt halt eben. Irgendwie komisch Land ist. Es muss ja nicht ein grosser Impact sein, aber irgendwie eine komische Bewegung. Ja, dann bist du wieder so eine Woche alt, du kannst nicht trainieren. Oh, ganz schnell laufen. Aber ich habe noch nie etwas gebrochen. Überraschenderweise noch nie etwas gebrochen. Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Das, der kommt noch. Ja, so schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht zu mehr. Man kann nicht preppen, so. Es wird einen riesen Unterschied machen, wenn alles kommt. Ja. Ich habe es mir schon mal machen, weil es noch trocken war. Ja. Ja, heute wieder mit. Es fällt ja easy, rutschig. Und dann ist es mental einfach. Es macht so viel Lust. Ja. Bin ich mir halt nicht sicher gewesen. 100%ig und dann habe ich es auch nicht gemacht. Ich will es anders noch machen. We've been searching for a purpose. Crazy the world is, what the word is, what it means to me, what it means to you. Like slipping and finding night with the time in night. Never mind the night, never blind to try. Blindly trying to find inside the mind. Sacred design tonight. That's your mind, your night. Flow is outside your night. Mixed with eye, you're dying. Weißt du auch nicht, dass du irgendwie etwas machst, dann sind sie traumatisiert, weißt du? Ja, das ist nie wieder gut. Ja, for real. Ja, also schlussendlich, vielleicht verbergen wir das Ganze von ihnen. Absichtlich. Ja. Wenn sie das trotzdem jetzt noch sehen, dann, ja, es ist im Fall nicht so schlimm gewesen. Es ist im Fall gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Und das ist das erste Mal, das passiert in 6 Monate. Also in dem Sinn. 6 Monate? Auch 6 Monate haben wir ein bisschen weh, aber ist gar nicht so schlimm. Also keine Sorgen machen. Jetzt. Alles unter Kontrolle. Because
I'm